wodurch er uns keinen Schaden zufügen dürfte. Richtig. Haben wir noch was hinter uns? Ah, nein, haben wir nicht. Deswegen lacht er so doof. So. Au. Ein Feld hinter uns ist okay. Du, letzter Mana-Trank. Schießen, schießen. Schriftrollenartig, flüsternde Schatten. Das war das Geheimnis der Denken. Feuerabwehr, Wasserabwendung. Ist das jetzt Wasser oder Luft, was er macht? Das ist ein Nager, also wahrscheinlich Wasser. Nehmen wir mal Wasserschutz. So. Du, Feuer. Du, hauen, du, hauen. Mal gucken, wo uns hier jobst. Da hinten. Lauf. So. Jags. Feuer. Du haust. Trick. Ah, knapp, knapp. Jetzt Mürrum, die mit dem Dolch kämpft, der zerbrochen ist. Das wäre ein schönes Ende auch. Komm schon. Ja, super Mürrum. Gut gemacht. Unbekannte Lederfäustlinge. Boss besiegt. Epische Musik und richtig schöne Aussicht. Also ja, pixelige Aussicht, aber hey. Ich bin Oldschool-Gamer und Retro-Gamer. Da ist pixelige Aussicht absolut kein Problem. Ist hier noch irgendein Dungeon, den man sehen kann? Ja, ich bin dezent neugierig. Das ist fast so wie eine Karte. Sieht sogar so ein bisschen so aus wie die alte, also von der Optik her. Bei welchem war das? 4 oder 5? Ja, egal. Wir wollen definitiv das hier lesen. Malassa herrscht im Schatten und Elras herrscht im Himmel. Bevor das Licht erstrahlen kann, muss den Drachen Respekt erwiesen werden. Im Norden herrscht Akkas über die Feuerberge. Im Westen beschützt Zylana die Erde. Im Süden liegt Shalassas Meer. Und im Osten erhebt sich Yildas Winde. Ein Tag dämmert über brennenden Wäldern. Gegen Mittag tobt ein Sturm über dem Meer. Gegen Abend verbreiten die stürmischen Winde das Feuer. Unter den Sternen soll Wasser die Erde nähren. Oh, das klingt wie ein kompliziertes Rätsel. Nur wenn der richtige Weg beschritten wird, soll Elras Licht uns alle erleuchten. Ein Tag dämmert über brennenden Wäldern. Feuer. Also Norden. Moment mal, das ist jetzt aber nicht eine Lösung für das Rätsel, was wir hier gerade gemacht haben mit den Schwertknaufen, oder? Nee, glaube ich nicht. Das könnte so ein episches Rätsel sein. So, als wo man immer Schritt für Schritt ein bisschen was löst und dann gegen Ende des Spiels kann man das lösen. So ähnlich wie die Obelisken halt damals. Na gut, gucken wir mal, wo der Teleporter uns hinbringt. Bitte nicht zu einem Gegner, der uns jetzt tötet. Das ist echt nicht schön. Ah, Leuchtturm. Ja, das ist die eine Tür, die verschlossen war. Dadurch können wir jetzt direkt raus. Ja. Ein Skyrim-Ausgang. Aber na gut. Ihr habt erreicht, was mir für mehr vier wert blieb. Mamushi ist tot. Der Kult des Abwrackers erneut zerschlagen. Ihr habt euch prächtig geschlagen, meine Freunde. Kann ich irgendwas für euch tun? Schwert des Kopfgeldjägers? Ich bin bekümmert. Bei meiner Gefangennahme hat mir Mamushi mein Seidenschwert abgenommen. Es ist ein altes Familienerbstück, das schon seit der Zeit der Diaspora im Besitz meiner Vorfahren ist. Sein Name lautet Sun Teng Mugen. Er wurde am Anbeginn der Geschichte aus dem reinsten Sternsilber geschmiedet. Nach eurem Sieg über Mamushi habe ich erfolglos im Leuchtturm danach gesucht. Ha. Ich fürchte, das Schwert wurde in der Zeit meiner Gefangenschaft an einen geheimen Ort gebracht, was bedeuten könnte, dass der Kult noch ein Versteck in dieser Region hat. Mhm. Das ist beunruhigend und ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass mein Schwert für böse Zwecke missbraucht wird.
Ihr würdet mir und meiner Familie einen großen Dienst erwiesen, wenn ihr für die Suche nach dem Schwert Ausschau halten könntet. Ja. Moment mal. Also kann uns zurückmachen. Okay. Aber wenn das wirklich so ein mächtiges Schwert ist, dann will ich bitte schön auch die Option... Warum kann ich jetzt nicht rausgehen? Nein. Ah doch. Wenn es wirklich so ein mächtiges Schwert ist, das beim Anblick in der Zeit erschaffen wurde und so weiter, dann wäre es komisch, wenn das jetzt ein Stufe 1 Schwert wäre. Also ich hoffe mal, dass es ein sehr mächtiges Schwert ist. Jedenfalls mächtiger als das wir haben. Und im Idealfall sollten wir noch die Option haben, es zu behalten. Was uns dann zwar ein überpowertes Schwert geben würde, aber dafür irgendwie unsere Reputation niedermacht oder so. Das wäre noch richtig schick. Na gut, wir müssen definitiv ganz schnell in die Stadt. Hoffen mal, dass jetzt nicht plötzlich der Respawn einsetzt. Aber nee, Respawn soll kommen, ebenfalls mit dem Patch. Wodurch man also doch wieder grinden kann. Manche fanden das nicht so toll, dass es aufgebracht wurde. Die fanden es eigentlich so ganz praktisch, dass man halt nicht grinden kann und dass es nur begrenzte Heilringe gibt und so weiter. Aber ja. Da es ein Unity-Spiel ist, also mit der Unity-Engine entwickeltes Spiel, kann jeder da selber rumbasteln, wie er möchte. Sofern er technisch versiert ist. Ich könnte es, glaube ich, nicht. Aber hier gibt es bestimmt Tutorials zu. Gut, was müssen wir machen? Wir müssen nicht in den Tempel, wir müssen nur in die Kneipe, Essen holen, schlafen, Waffenhändler, Rüstungshändler. Ja. Und dann wollte ich auch noch für Talana einen Feuermagie-Experten suchen. Aber nur, wenn das gerade irgendwie in der Nähe ist. Denn der Expertenbonus bringt fast gar nichts. 10 Widerstand gegen Feuermagie finde ich absolut lächerlich. Also ja, es ist besser als alle Ausrüstungsgegenstände, die immer nur plus 1 bringen. Aber wenn ich Feuer skill, dann will ich irgendwie damit mehr Schaden machen oder weniger Mana verbrauchen oder bessere Zauber müssen wir Zugriff bekommen. Das stimmt. Okay. Ich habe nichts gesagt. Dienste rasten. Jo. Dienste. Proviant. So. Habt ihr was Neues? Klatsch und Anwerbung Koch. Kengi lieben Reisen, aber Kengi kein großer Krieger. Kengi nur kenne Fleisch und Fisch und Obst und Gemüse. Ja. Heda ihr. Ihr versucht doch nicht einfach meinen Koch zu entführen, oder? Ja. Ist das euer Ernst? Und du willst auch gehen, Kengi? Tja, du bist nicht mein Gefangener. Aber hört mir zu, Abenteurer. Dieser kleine Kerl ist kein Sklave, klar? Ich bezahle ihm 0% der Einkünfte des Gasthofes. Also erwarte ich, dass ihr ihm dasselbe zahlt. Kein Problem. Verstanden? 1% des Goldes, das ihr für eure Reisen findet. Und 2 Gold jetzt für mich, weil ich kurzfristig einen neuen Koch einstellen muss. Ja, also das sind nur Platzhalterwerte, denke ich mal. Aber gut, zurück. Kengi, fortsetzen. Ja. Weiter. Ach schade, das geht nicht. Es gibt nur die Zurückoption. Oder ich gehe jetzt raus, habe ich ihn dann? Nein. Muss ich dich vielleicht rausschmeißen? Entlassen Kundschafter. Jo, weg. Aber eigentlich müssten wir doch 2 erneuern können. Das ist komisch. Du. Anwerben. Fortsetzen. Ja. Weiter. Zurück. Okay, Klatsch hören. Klatsch ist mir vollkommen egal. Ich wollte es nur drücken, damit das vielleicht dich entbuggt. Tut's nicht. Schade. Nee, das scheint noch verbuggt zu sein. Aber ja, Koch klingt sehr interessant. Vielleicht brauchen wir dann weniger Rationen oder wir kriegen alle 2 Tage eine Ration oder irgendwas in der Richtung. So. Wir wollen zum Waffenhändler reparieren. Dann wollen wir zum Rüstungshändler reparieren. Und dann könnten wir nochmal bei Maximus reinschauen. Reparaturwaffen. Jo. Schon irgendwas Neues? Gab es ein Patch, von dem ich nichts wusste? Nein. Aber du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Was summst du da? Zwergenschmied war hier.
Kling, 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 da. Reparaturrüstung, Schilde. 50 Gold. Experte für schwere Rüstung. Ja, beim nächsten Level Up sollte Tirik definitiv einen Punkt in schwere Rüstung setzen. Damit er seine Brustplatte mal anziehen kann. Weil wir laufen die ganze Zeit über so gut wie nackig rum. Wir haben nur Handschuhe, Armbänder, Schuhe und Helm auf, aber Torso, Beine, alles ohne. Naja. Ich habe das Licht im Leuchtturm wieder blitzen sehen. Ich nehme an, das ist euer Werk? Ich verstehe. Also hat tatsächlich der Kult des Abwrackers hier hinter einem gesteckt. Verfluchte Schlangen. Ich muss sagen, bisher bin ich von euren Leistungen angenehm überrascht. Vielleicht seid ihr ja soweit, etwas Ernsthafteres anzugehen. Wir haben gerade einen Riesennager mit zwei Riesenklingen und komischen Wegschubstaktiken umgebracht. Okay. Auftrag, der steinige Weg nach Port Mehren. Oh, das ist das Schloss. Ich habe Rosalie getroffen und sie hat mir erzählt, ihr hättet ihr dabei geholfen, mit diesem Straßenräuber fertig zu werden. Dafür habt ihr meinen Dank, Abenteurer. Tja, ja. Es ist wohl an der Zeit für euch, den Statthalter der Halbinsel kennenzulernen. Geht zur Burg Port Mehren. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Es ist die große Festung nördlich von Sorbigal, unweit der Berge. Okay. Ganz knapp vorm Level Up. Aber der Statthalter. Moment mal. War der Statthalter nicht der NPC, wo wir im Wald drauf gestoßen sind? Wo wir dachten, es wäre sowas wie eine Bank oder bürokratische Einrichtung? Ich glaube, da gucke ich zuerst mal hin. 500 Gold als Belohnung. Ja, können wir da noch nichts von kaufen. Aber in ein paar Tagen, wenn der Patch da ist. Dann kaufen wir uns Rüstung und ordentliche Waffen und ganz viele Tränke und all sowas. Ich hoffe, es gibt ja noch richtig gute Ausrüstung, die tierisch teuer ist. Dass wir auch einen Grund haben, mal irgendwo zu grinden. Das war ja vorher so, bei MM6 und MM7. Dann guckt man bei den Händlern drin und sah da eine strahlende Plattenrüstung. Dann guckt man auf sein Gold und murmelt. Geht man los, tötet ein paar Echsenmenschen und dann langsam, Schritt für Schritt, klaubt man sich das Gold zusammen und kauft sich dann die Rüstung. Und dann ist man wesentlich stärker als vorher. Ich laufe völlig falsch, richtig? Richtig. Hier war, glaube ich, die Höhle des Zyklopen. Die ist nicht wichtig. Das da. Das ist sogar nördlich. Moment mal, du bist jetzt nicht die beeindruckende Festung Port Mehren, wie auch immer. Das fände ich albern. Ich dachte, das Ding, was wir da hinten gesehen haben, vom Leuchtturm aus sahen wir doch in Richtung Norden so eine größere Festungsanlage. Das bist echt du? Okay. Klick. Hallo, was hast du zu den ganzen toten Wachen draußen zu sagen? Achso, er ist jetzt auch tot. Der hier hat uns nämlich vorher aufgehalten gehabt. Was ein wenig komisch war. Denn, wie gesagt, die ganzen toten Wachen vor der Tür. Und drin steht eine Wache und lächelt uns an und sagt, nee, tut mir leid, kommt morgen wieder. Und ignoriert völlig die toten Wachen draußen. Aber ja, jetzt kommen wir wohl richtig rein in den Dungeon. Und neue Musik. Das ist schön. Es kann nie genug Musikstücke in einem Spiel geben. Da ist Baldur's Gate 2 mit ganz oben auf meiner Liste wegen. Natürlich auch, weil es ein absolut geniales Spiel ist, aber gerade auch, weil es einfach nur für bestimmte Dungeons einfach einen kompletten Soundtrack gab. Das kannte ich so vorher nicht. So wirklich. Und die werden jetzt schon müde. Das ist nicht gut. Ich habe außerdem das Gefühl, dass wir doch gleich mal abspeichern sollten. Und wir sehen nicht mehr so weit auf der Karte, weil wir den Kundschafter rausgeschmissen haben. Ja, das ist nicht gut. Oh, verbarrikadiert. Also ich höre hier hinter irgendwo Räuber, Milizionäre oder sonst was in der Richtung. Aber wir sehen sie nicht mehr auf der Minimap. Also hat definitiv der Kundschafter einmal dafür gesorgt, dass wir vielleicht weiter sehen können. Weil mir kam es auch vor, dass wir vorher so 6 Felder weit gucken konnten und nicht nur 3 wie jetzt. Selbst durch verschlossene Türen. Und halt die roten Punkte auf der Minimap. Und ja, darauf freue ich mich auch, wenn auf der Minimap endlich Symbole sind. Das soll auch mit dem nächsten und übernächsten Patch kommen. Dann können wir uns in der Stadt gleich wesentlich besser orientieren.
Aber auch halt auf der anderen Karte. Ja, aber ich speichere jetzt ab. Und in den nächsten Folgen erforschen wir dann nach und nach diese Burg hier. Das müsste der größte Dungeon sein, der in der Early Access Version enthalten ist. Wurde mir jedenfalls so gesagt. Also können wir spannend darauf hoffen, dass es ähnlich interessant wie der Leuchtturm. Also ich fand schon das Klickrätsel beim Bosskampf sehr interessant. Aber ich dachte halt, es gehört zum Bosskampf. Das wäre richtig schön gewesen. Aber auch so war es interessant, immer um ihn rumzutänzeln und zu gucken, wie viele Felder hat man hinter sich frei und so. War schon eine schöne Herausforderung. Aber ja, speichern und dann töten und plündern.